Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Aufgabe 2 genauer an und gucken mal auf den Text, der hier gegeben ist. Ich mache dazu mal das Dokument groß. Und wir haben hier eben die Angabe, dass es eine Konsolenanwendung geben soll, die dem Nutzer gestattet, einfache Rechenoperationen über die Konsole vorzunehmen. Dazu werden vom Nutzer zwei Ganzzahlen und ein Operator über die Konsole abgefragt, mit denen die Rechnung durchgeführt wird. Nachdem die Berechnung fertig ist, soll das Ergebnis ausgegeben werden. Mit einer weiteren Bestätigung durch die Enter-Taste soll das Programm im Anschluss enden. Das Operator soll zunächst plus, minus, mal und geteilt zur Verfügung stehen. Wenn der Nutzer den geteilten Operator wählt, soll zusätzlich neben dem Divisionsergebnis auch der Rest der Division angezeigt werden, wenn dieser größer als 0 ist. Falls der Nutzer sich bei der Operatoreingabe vertippt, soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden und der Nutzer den Operator erneut eingeben können. Auch eine Fehlerbehandlung bei fehlerhaften Eingaben der Zahl soll zunächst verzichtet werden. Okay? Dann schauen wir uns mal an, wie wir diese Sache hier lösen würden. Dazu schließe ich jetzt diesen Solution Folder für Aufgabe 1 und mache hier eben ein neues Projekt direkt unter die Projektmappe. Ich nenne das eben Lösung 1. Und Aufgabe 2, Verzeihung. Und wir fangen jetzt hier an. Was wir jetzt hier machen können, ist eben auf der Konsole den Titel ausgeben. Wir haben hier irgendwie einen Konsolenrechner. Das ist etwas größer. Und darunter könnten wir beispielsweise noch hier eine solche Zeile einrichten. Und jetzt geht's los. Wir geben hier eben aus, dass wir die erste Zahl möchten. Und dann nutzen wir eben die Readline-Funktion, damit der Nutzer eine Zahl einlesen kann. Das heißt, wir machen hier einen String, der heißt beispielsweise Eingabe und nutzen hier Readline. So, wenn wir diese Eingabe eingelesen haben, müssten wir von String nach Int konvertieren, damit wir damit rechnen können. Das heißt, um das zu machen, nutzen wir eben hier eine weitere Variable, indem wir hier die erste Zahl halten. Und die Konvertierungen von String zu Int sind, wie wir in der Vorlesung besprochen haben, mit der sogenannten Convert-Klasse möglich. Auf dieser ist eine statische Funktion, die toInt32 heißt, definiert. Damit wir diese statische Funktion aufrufen können, müssen wir eben den Namen der Klasse vorher hinschreiben, genauso wie das hier bei Konsole der Fall ist. Weil diese toInt32-Methode nicht in unserem eigenen Klassenscope hier definiert ist, sondern eben im Scope der Klasse Convert, wie wir hier sehen. Gut, dann haben wir das. Jetzt möchten wir den Operanden einlesen. Dazu mache ich mir eine boolesche Variable. Ist Eingabe korrekt? Setzen wir erstmal auf False. Und hier mache ich jetzt eine While-Schleife auf. Warum? Weil ich den Code innerhalb dieser While-Schleife wiederholen möchte, solange der Nutzer keine richtige Eingabe gemacht hat. Also, solange dieses Ding gleich False ist, möchte ich, dass console.writeLine oder eigentlich bloß ein Write. Hier dahinter machen wir noch ein WriteLine, damit wir eine neue Zeile haben. Und hier geben wir eben den Operanden an. Und lesen wiederum in unsere Eingabe eben diesen Wert hier ein mit readLine und jetzt müssen wir eben überprüfen,
ist diese Eingabe gleich einem Pluszeichen oder einem Minuszeichen oder einem Multiplikationszeichen, damit man das besser lesen kann. Jetzt ist das mal hier so. Oder eben dem Divisionszeichen, dem Slash. Wenn das der Fall ist, dann setze ich diesen Operand hier in eine neue Variable. Das heißt, Operand ist gleich Eingabe. Klammern drumherum. Und sage dann eben, dass diese Eingabe korrekt ist, damit die While-Schleife endet. Und kann dann sofort mit beispielsweise Continue auf die nächste Schleifendurchführung kommen. So, und wenn eben dieser Fall hier nicht eintrifft, dass wir in diesen If-Abschnitt gehen, dann sage ich dem Nutzer nochmals das Zeichen, benutzen wir mal diese Schreibweise, ist nicht oder ist kein gültiger Operand. Ich mache jetzt mittlerweile mal Visual Studio größer, damit wir hier mehr Platz haben zum Lesen. Wir können uns auch hier diese vielen Zeilen wieder sparen. Ich nutze hier jetzt einen Platzhalter. Das macht man mit diesen geschweiften Klammern innerhalb eines Strings, indem man eben hier die nullte Stelle angibt. Das heißt, dass dieser Platzhalter durch den Wert, den er hier eingelesen wurde, eingesetzt wird. Wiederum bezieht sich diese 0 eben auf den ersten Parameter, der nach dieser Methode hier angegeben wird. Wenn ich eben noch weitere Parameter hätte, dann würde ich hier eben die 1 mit angeben und hier noch was anderes einsetzen. Ja, dann würde sich eben dieser Platzhalter auf den Wert des zweiten Parameters hier beziehen. Wenn man das auch mal gesehen hat, sowas müssen Sie eben für die Übungen auch teilweise selbst recherchieren. Aber das ist ja nicht so schwer. Und wenn das der Fall gewesen ist, dann muss er diesen Operanden eben nochmals eingeben. Vorher machen wir noch eine Whiteline, damit das in einer neuen Zeile steht. Okay, und dann machen wir das, was wir hier oben gemacht haben, nochmals für die zweite Zahl. Lesen das wieder in unsere Variable für die Eingabe ein, console.readline. Und wenn das geklappt hat, dann nutzen wir eben hier eine neue Variable namens zweite Zahl, indem wir hier den 32 aufrufen für die Eingabe. Wenn wir das haben, könnten wir beispielsweise ein Switch-Statement nutzen für den Operanden. Und wenn der eben das Pluszeichen ist, dann geben wir ihm auf der Konsole die erste Zahl plus die zweite Zahl aus. Hier machen wir noch ein Ergebnis davor, damit das ein bisschen besser ausschaut.
Sie müssen natürlich Klammern rummachen, damit erst die erste Zeile mit zweiter Zeile addiert wird und dass hier dann automatisch dieses Ergebnis mit diesem String konkateniert wird. Nachfolgt der Break. Im Falle, dass es eben Minus ist, müssen wir das etwas anders machen. Also im Prinzip können wir jetzt hier diese Zeilen rechnen. Wichtig, dieses Plus ist eben eine String-Konkatenierung, das heißt, dieser String wird mit dem zu String umgeformten Ergebnis von hier zusammengesetzt. Das ist eine implizite Konvertierung. Wenn wir das mal haben, dann können wir uns wieder diese Sachen hier kopieren und eben hier den mal-Operator anwenden. Und als letzten Fall, wenn wir eben hier einen geteilt haben, dann müssen wir etwas mehr machen. Geben hier erstmal das Ergebnis aus mit dem Geteilt-Operator und berechnen uns danach den Rest noch. Das ist eben die erste Zahl modulo die zweite Zahl. Und wenn das der Fall ist, dann... Also wenn der Rest ungleich 0 ist, dann gebe ich nochmals auf der Konsole aus, dass der Rest eben gleich dem berechneten Wert ist. Ja, wenn wir das gemacht haben, dann können wir unser Programm beenden. Und am Ende folgt noch ein Readline. So. Dann schauen wir mal durch, wie das Ganze funktioniert, wenn wir das richtige Startprojekt gewählt haben. Das ist natürlich noch aus dem vorherigen Video. Teil 5. So, jetzt haben wir Aufgabe 2. Und springen jetzt mal hier in den Code rein. So, also wir geben zuerst der Konsole, die wir hier drüben sehen, eben einen Header aus. Wir sehen, wird jetzt eben aufgebaut und jetzt kommt eben die erste Zahl. Wir lesen diese Sache ein. Ich gebe jetzt mal die 42 ein. Hier wird diese 42, diese Eingabe, die jetzt in einem String steht, wie man hier sieht, eben zur Ganzzahl 42 konvertiert und wir können hier eben sagen, ist die Eingabe korrekt für den Operanden und gehen jetzt hier in diese Schleife rein und jetzt gebe ich mal als Operanden totalen Blödsinn ein, wie man hier sieht und wir schauen mal zurück, wie sich unser Programm verhält. Wir gehen eben nicht in diesen Abschnitt, weil hier keiner der Fälle, den ich hier angegeben habe, zutreffe. Stattdessen kommen wir hier zu einer neuen Zeile und geben eben aus, dass dieses Zeichen kein gültiger Operand ist, wie wir jetzt hier sehen. Eben hier nochmal der Platzhalter, den ich hier jetzt durch diesen eingelesenen Wert ersetze. Und deswegen starten wir das Ganze nochmal. Der Operand soll nochmal eingegeben werden. Jetzt gebe ich beispielsweise mal einen richtigen an, das Minus. Und wir sehen, wir kommen jetzt in diesen Abschnitt rein, sagen hier, dass der Operand gleich der Eingabe ist und dass die Eingabe korrekt ist. Und wir springen sofort zum nächsten Schleichendurchlauf. Hier findet die Überprüfung statt. Die ist nicht mehr der Fall und deswegen springen wir, weil diese Variable jetzt true ist, springen wir nicht mehr in diesen Schleifen-Scope rein. Und kommen stattdessen jetzt zum nächsten R-Statement. Wir machen hier einen Write-Line. Kommen hier mit der zweiten Zahl, genauso wie vorher. Hier möchte ich beispielsweise durch, was weiß ich, die 20 abziehen. Und jetzt kommen wir eben durch diesen Switch hier.
hier in diesem zweiten Fall, geben das Ergebnis aus. Das Ergebnis ist eben 22, wie man sieht, hier auf der rechten Seite. Und genau das ist es ja, was wir erwarten. Springen aus diesem Switch-Block raus und gehen dann bloß noch aus. Vielen Dank für die Nutzung unseres Konsolenrechners. Und das war's. Okay. So viel zu dieser Aufgabe. Wir machen jetzt gleich die Aufgabe 3 noch dazu. Und hier ist eben gefragt, dass wenn der Nutzer bei diesem Einlesen für die Zahlen keine Zahlen eingibt, dass wir eben genau dann auch das abfangen und das dem Nutzer zeigen. Und was wir hier machen, ist letztendlich wirklich genau wie unten beim Operanden, dass wir hier eine While-Schleife nutzen. Dazu können wir auch das hier nach oben ziehen, damit wir hier schon diesen Boolean haben. Und wir müssen natürlich die erste Zahl ebenfalls außerhalb dieser While-Schleife ziehen, damit wir die außerhalb der Scopes benutzen können. So. Haben wir das. Und wir, solange diese Eingabe eben falsch ist, geben wir eben die erste Zahl aus, lesen das Ganze ein. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dass wir hier diesen Wert konvertieren. Wir sehen hier, dass wir eben diese toIn32-Funktion ein Format Exception wirft, wenn dieser String nicht einer Zahl entspricht. Dazu kann man beispielsweise auch nochmal mit F12, Entschuldigung, auf diese Funktion hier schauen. Und wenn man hier aufklappt, sieht man eben einen Kommentar. Und wir sehen hier, dass diese Fehler, diese Ausnahmen, auf Englisch Exceptions, eben passiert. Value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits. Das heißt, ne, wir haben einen möglichen Zeichenoperator, also Plus oder Minus, welches Vorzeichen hat die Zahl und gefolgt von einer beliebigen Anzahl von Zahlen oder Ziffern, eben 0 bis 9. Genau dann fliegt diese Format Exception. Das heißt, was wir machen können, ist Teil 1, wir benutzen einen sogenannten Try-Catch-Block. Hätten Sie selbstständig recherchieren müssen, wie das funktioniert. Und wir fangen hier eben diese Format Exception ab. So, und innerhalb dieses Try-Blocks lesen wir eben ein. Alles, was wir hier oben machen. Und wenn jetzt hier bei diesem toIn32 diese Format Exception auftritt, dann landen wir eben, also wird der Code innerhalb dieses Try-Blocks sofort abgebrochen an dieser Stelle und wir landen sofort in diesem Catch-Block und hier können wir jetzt Fehlerbehandlung machen, wie zum Beispiel, wir könnten ausgeben, dass man hier ausgibt, Eingabe so und so entspricht einer Zahl. Bitte versuchen Sie es erneut. Und hier müssen wir natürlich noch diese Eingabe mit angeben. Dazu müssen wir natürlich die Eingabe wiederum rausziehen, damit wir sie hier benutzen können. Also, wenn ich Variablen hier in diesem Try-Scope anspreche, dann
ist es eben so, dass ich, hier muss ich noch natürlich initialisieren mit null, dass ich die dann auch bloß in diesem Scope benutzen kann. Das ist ja, Variablen sind auf den Scope beschränkt, in dem sie definiert sind. So, und dann kann ich das hier ausgeben und hier machen wir eben noch ist-Eingabe korrekt auf true. So. Bevor dann dieses hier wieder eingesetzt wird, im nächsten Schritt muss ich das wieder auf false setzen. So, und das Billigste, was man jetzt machen kann, ist, man kopiert sich diesen ganzen Block und setzt den genauso für die zweite Zahl ein. Das würde ich nicht empfehlen, wir machen es trotzdem mal. Wir müssen hier eben wieder ist Eingabe korrekt auf false setzen nach diesem Einlesen des Operandens. Wir sagen hier eben, das ist die zweite Zahl. Und wir definieren uns hier noch eine Variable, wo wir diese zweite Zahl drin nutzen. Und diese zweite Zahl setzen wir eben hier. Und dann sparen wir uns diese Zahlen nach unten. So. Damit ist unser Programm auch schon fertig. Und wir schauen mal, wie das Ganze jetzt funktioniert. Wir geben wie gewohnt den Titel aus. Und wir gehen jetzt hier eben mal durch die erste Zahl durch. Ich könnte hier jetzt was eingeben, und zwar irgendwelchen Blödsinn. Irgendwas, was auf jeden Fall keine Zahl ist, wie man hier sieht. Und jetzt versuchen wir hier zu konvertieren. Und jetzt tritt eben hier diese Ausnahme, diese Exception auf. Und wie wir sehen, landen wir sofort in diesem Catch-Block für die Format Exception. Geben hier jetzt aus, dass die Eingabe entspricht keiner Zahl. Und machen Console Write-Line und kommen wieder hier am Kopf der While-Schleife und steigen wieder in diesen Try-Block ein. Wichtig ist, Exceptions, das werden wir uns später in der Vorlesung noch genauer anschauen, sind eben ein Flow-Control-Mittel, also ein Flusssteuerungsmittel. Das heißt, wenn sie auftreten, wird der Code in diesem Try-Block genau an der Stelle abgebrochen, wo sie auftreten, und nachfolgender Code wird nicht ausgeführt. Das sieht man eben hier, weil diese Ist-Eingabe korrekt nicht auf True gesetzt wurde, der Wert ist immer noch False. Dann gebe ich hier jetzt nochmal was Ordentliches ein. Hier funktioniert die Konvertierung. Wir setzen diesen Wert auf True. Und man sieht jetzt eben hier, dass dieser Try-Catch-Block oder dieser Catch-Block nicht genutzt wird, weil eben keine Ausnahme aufgetreten ist, beziehungsweise Exception. So, dann machen wir hier noch ein Console-Write-Line und kommen damit zum Einlesen des Operandens. Das ist ja wie gewohnt, da mache ich jetzt auch mal nichts Besonderes. Die Eingabe ist korrekt und wir kommen jetzt zur zweiten Zahl und geben hier eben, was weiß ich, wir möchten durch 13 teilen beispielsweise. Verlassen diese While-Schleife, weil die Eingabe korrekt war, und switchen jetzt eben hier zum Pfeil, dass wir teilen wollen. Das Ergebnis ist eben 3, die 13 passt genau dreimal ganz in die 42 rein. Und wir haben aber natürlich einen Rest von 3, wie wir hier sehen können. Springen aus dem Switch Case raus und starten wir uns nochmal. Und das Programm ist beendet. Ja, was gibt es jetzt an diesem Programm noch zu verbessern? Wir haben hier
Und hier nahezu identischen Code, teilweise auch hier. Also diese Codes sind sehr, sehr ähnlich. Das könnten wir noch verbessern, dass wir diesen Code in eine Funktion auslagern. Genau das machen wir jetzt auch noch kurz, zumindest für die Zahlen einlesen. Das heißt, ich schreibe mir eine neue Funktion und ich möchte eine Zahl zurückbekommen haben von der Funktion. Und ich nenne diese einfach listZahl ein. listZahl von Konsole am besten. Und was wir hier machen, definieren uns hier ebenfalls eine Eingabe. Und hier geben wir noch als Parameter einen Konsolentext mit. Und dann holen wir uns einfach mal alles, was hier so zum Einlesen, Entschuldigung, hier oben, interessant ist, in diese Funktion hier runter. So, nehmen wir das mal weg. Wir nennen das hier einfach Zahl, damit das besser mit der Funktion korrespondiert. Und statt hier eben diesen hartcodierten erste Zahlwert auszugeben, nutzen wir hier jetzt eben den Konsolentext. Und wir lesen das hier in die Zahl ein. Und wenn unsere While-Schleife vorbei ist, geben wir hier diese Zahl zurück. Und dadurch schreiben wir diese Methode jetzt einmal und nutzen diese hier eben oben. Wir haben hier sozusagen die erste Zahl und können hier direkt die Lies. Das war nicht so klug, dass ich hier die Eingabe wegnehme. Lies Zahl von Konsole ein und wir möchten hier eben unsere Zahl angeben. Und dadurch brauchen wir diese Sachen erst hier unten. Das ist ein Boolean. Und diese Eingabe brauchen wir auch erst hier unten. Genauso können wir uns diesen ganzen Part hier sparen. Das fliegt aus dieser Main-Methode wieder raus. Stattdessen sagen wir einfach, wir rufen hier die listZahl von Konsole ein und sagen hier eben, das ist die zweite Zahl. Und wir sehen, unsere Hauptfunktion ist jetzt schon deutlich kürzer. Ich gebe hier eben jetzt nochmal diese 422 an. Der Operand wie gehabt. Ich möchte, was weiß ich, mal nehmen. Und hier lesen wir jetzt eben die zweite Zahl ein. Und hier nehme ich einfach mal 3. Wir kommen dann hier in den dritten Fall, geben das Ergebnis aus und beenden unsere Applikation. Wir sehen, es hat wie vorher funktioniert, bloß dass wir eben dieses Zahleneinlesen jetzt in eine Funktion abgekapselt haben. Und damit das Ganze stimmig wird, mache ich noch eine zweite Funktion. Die liest eben den Operanden von der Konsole an. Der brauchen wir gar nichts übergeben. Und da holen wir uns einfach diesen kompletten Teil, den wir jetzt hier oben brauchen, in die Funktion hier runter. Und geben hier eben den Operanden zurück. Das brauchen wir hier anscheinend gar nicht. Wir können sogar diese Eingabe hier
direkt in die While-Schleife mit reinziehen, weil wir sie außerhalb der While-Schleife gar nicht mehr brauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte ich hier auch gleich das angeben? Nein, das glaube ich nicht. Das wäre mal interessant gewesen. Aber das geht anscheinend nicht. Ja, ist ja auch logisch. Ich müsste ja erstmal. Ja, das wird dann. Nein, das darf man bei While-Schleifen nicht machen, dass man hier gleich diesen Boolean initialisiert. Weil ich ja dann bei jedem Überprüfen des Schleifen, der Schleifenbedingung, den Boolean am Anfang neu zuweisen würde. Das geht nur bei Vorschleifen. So, und dann können wir uns eben hier diesen Operanden nochmal erstellen und rufen dazu eben diese Funktion auf. Und jetzt wird unsere Main-Methode schon deutlich kürzer und übersichtlicher, eben weil wir diesen Code hier in eigene Funktionen ausgelagert haben und dadurch uns einiges an Code sparen. Nochmal die Zahl ein. Das war Blödsinn. Rufen diese Funktion auf. Hier das Geteilzeichen. Und lesen dann die zweite Zahl ein. Ich kann nochmal testen, dass eben das auch nicht funktioniert, wie wir hier an der Konsole sehen. So. Und wir sehen hier eben, dass der Rest in diesem Fall 0 ist und deswegen geben wir bloß das Ergebnis aus. Ja, so viel zu Aufgabe 2 und 3. Ich werde den Source Code für diese Übungen natürlich jeweils hochladen. Die finden Sie in der GRIPS-Plattform. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen zu den Übungen haben, gerne an mich. Per E-Mail. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.